Es freut mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir voll in der Umsetzungsphase unserer Projekte für den Prix Sommet sind. Bekanntlich haben wir unsere Zielsetzung in drei Projekte aufgeteilt oder drei Teilbereiche aufgeteilt. Der erste ist die Schonung der natürlichen Ressourcen. Hier konnten wir bereits unsere Food Waste Kontrolle einführen und mit Hilfe der künstlichen Intelligenz und einer Kamera erste Resultate erzielen, die sehr interessant sind und sehr großes Potenzial aufweisen. Das zweite ist die Umstellung auf unser natürliches Matterhorn-Bergwasser. Auch hier haben wir ein schönes Design entwickelt. Die Flaschen sind bestellt und die Anlage ebenfalls. Wir warten jetzt nur noch auf die Installation. Die Sensibilisierung der Mitarbeiter, unser zweites Teilprojekt, ist ebenfalls voll am Laufen. Die Umweltmanagement wurde in sämtliche Prozesse und Abläufe der Tradition Julen integriert. Das Audit für die ISO-Norm 14001 hat dieses Wochenende stattgefunden und es sieht sehr vielversprechend aus. Zu guter Letzt die Möglichkeit unserer Gäste, sich ebenfalls zu beteiligen und ihren Aufenthalt hier bei uns, den ökologischen Fußabdruck ihres Aufenthalts zu kompensieren, ist ebenfalls am Laufen aufgegleist. Wir stellen zurzeit die Internetseiten und die Informationen her. Bereits haben die ersten Gäste diese Möglichkeit genutzt. Sie sehen also, wir sind auf Kurs und wir freuen uns. Vielen Dank für diese Möglichkeit.